Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Mordanschlag von Mölln, bei dem am Montag letzter Woche drei Türkinnen ums Leben kamen, ist aufgeklärt. Die beiden Rechtsextremisten Lars Christiansen und Michael Peters haben ein Geständnis abgelegt. Der 19-jährige Christiansen ist am Sonntag unter Tatverdacht verhaftet worden. Der 25-jährige Peters, der als Kopf einer rechtsextremistischen Gruppe im Raum Mölln gilt, ist schon seit Mittwoch in Haft. Nach Einschätzung von Generalbundesanwalt von Stahl waren keine weiteren Personen an den Anschlägen beteiligt. Mit Stahl sprach Karl-Dieter Möller. Herr Generalbundesanwalt, sind für Sie nach den Geständnissen der mutmaßlichen Täter die Tat und der Tathergang vollständig aufgeklärt? Der 19-jährige Heranwachsende, der vorgestern verhaftet worden ist, und Michael Peters, der sich bereits in Haft befand, haben gestanden, die beiden Brandanschläge in Mölln in der Nacht zum 23. November begangen zu haben. Haben Sie Erkenntnisse über die Motive der mutmaßlichen Täter? Was waren Ihre Gründe? Die Motive liegen für mich durch die Tat auf der Hand. Das heißt Ausländerfeindlichkeit und damit auch gleichzeitig eine rechtsextremistische Grundeinstellung. Also Sie würden die Taten Rechtsextremisten zuordnen? Die Taten sind für mich Ausdruck von Rechtsextremismus, ja. Das Haus in der Mühlenstraße heute am Tag, an dem die Bundesanwaltschaft die Tat aufgeklärt hat. Sie sieht es nach den bisherigen Ermittlungen als erwiesen an, dass Lars Christiansen und Michael Peters sich Sonntag vergangener Woche kurz vor Mitternacht in Mölln getroffen und anschließend einen Molotow-Cocktail zuerst in das Haus in der Ratzeburger Straße und dann in der Mühlenstraße geworfen haben. Michael Peters, hier bei seiner Verhaftung am vergangenen Mittwoch, sei es gewesen, der Polizei und Feuerwehr telefonisch auf die Brände hingewiesen und die Gespräche mit Heil Hitler beendet habe. Er und Christiansen haben die Tat gestanden. Christiansen hatte zuvor Peters in seinem Geständnis schwer belastet. In Mölln ging die Nachricht der Geständnisse schnell von Mund zu Mund. Erste Reaktionen. Im Grunde genommen bin ich froh, dass es endlich klar ist, was hier los ist, ne? Und wer das ist. Ne? Und was sagen Sie dazu, dass er nun auch ein Möllner mit dabei war? Ja, das ist sehr bedauerlich. Ne? Aber man kann nicht in die Köpfe und Herzen dieser jungen Leute reingucken. Na ja, erstmal hat man sich gefreut, also Genugtuung empfunden, nicht, dass es so gekommen ist. Aber irgendwie ist es doch schrecklich, dass es ein Möllner gemacht hat. Was empfinden Sie, wenn Sie daran denken, dass das ein Möllner nun doch war? Ja, was soll ich da empfinden? Das ist, die Jugend ist verrückt. In der Teestube, einem der Treffpunkte der rund 700 in Mölln lebenden Türken, zeigte man sich ebenfalls erleichtert. Wir sind sehr erfreut. Wir sehen also, dass die zuständigen Behörden gut gearbeitet haben. Einig sind sich Deutsche und Türken darin, dass die beiden Rechtsterroristen hart bestraft werden müssen. Das Urteil soll, so heißt es hier, möglichst bald gesprochen werden und beide schnell hinter Gitter kommen. Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger hat Polizei und Justiz aufgefordert, die Autoren und Verbreiter rechtsextremistischer Texte und Lieder mit aller Härte zu verfolgen. Wer Texte oder Lieder verbreite, in denen unverhüllt zum Mord an ausländischen oder jüdischen Mitbürgern aufgefordert werde, könne nicht nur wegen Volksverhetzung empfindlich bestraft werden, er könne auch wegen Anstiftung zum Mord verurteilt werden, falls jemand seinem Aufruf Folge leistet. Unbekannte haben in der vergangenen Nacht eine Synagoge in Straßburg verwüstet und die Wände mit antisemitischen Sprüchen und Nazi-Parolen beschmiert. Nach Angaben der Polizei wurden auch Möbel mit einer Hacke zerschlagen und Fensterscheiben eingeworfen. Die Täter wurden durch die Ankunft der Frau des Rabbiners gestört und konnten flüchten. Der Deutsche Bundestag dürfte morgen mit breiter Mehrheit dem Europavertrag von Maastricht zustimmen. Die Fraktionen der Regierungskoalition und der SPD-Opposition haben sich in Ausschusssitzungen auf eine Reihe von Punkten verständigt, um eine parlamentarische Mitwirkung beim Ausbau Europas sicherzustellen. So soll durch eine Ergänzung des Grundgesetzes klargestellt werden, dass für eine Übertragung nationaler Hoheitsrechte eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich ist. Auch soll die Zustimmung des Parlaments eingeholt werden, bevor eine gemeinsame europäische Währung eingeführt wird. In Straßburg haben heute rund 50.000 Bauern aus den EG-Ländern gegen den Agrarkompromiss protestiert, der bei den GATT-Gesprächen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den USA ausgehandelt wurde. In über 800 Bussen waren die Bauern aus ganz Europa, vor allem aber aus Frankreich und Deutschland, nach Straßburg gekommen.
Vor Beginn der Demonstration verbrannten sie symbolisch die amerikanische und den europäischen GATT unter Hitler. Was die ausgehandelt haben und was Frankreich eventuell mit einem Veto blockieren will, bedeutet ihrer Meinung nach das Ende ihres Berufsstandes. Mit der Demonstration wollen die Bauern erreichen, dass das GATT-Abkommen neu verhandelt wird. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich keine Demonstrationen vom Zaun breche. Aber der Druck ist so groß, wir können gar nicht anders. Wir müssen eine Großdemonstration heute hier in Straßburg und am 8. Dezember in Bonn machen. Die Demonstration ging quer durch Straßburg. Die Zuwege zum Europäischen Parlament und zum amerikanischen Konsulat blieben blockiert. Im Stadion des Straßburger Fußballclubs verlasen die Vertreter der angereisten Bauernverbände Großadressen. Alle, vor allem der französische Bauernverband, wollen gegenüber dem GATT-Abkommen hart bleiben. Sie verlangen das Gleiche von ihren Regierungen. Frankreich steht mit dem Rücken zur Wand. Ein Veto gegenüber dem GATT-Abkommen würde vielleicht die Bauern beruhigen, mit Sicherheit aber Frankreich innerhalb Europas noch weiter isolieren. Am Rande des Protestes kam es zu Ausschreitungen. Wütende Landwirte demolierten Verkehrsschilder und warfen mit Pflastersteinen. An einer Absperrung lieferten sich Bauern eine Schlägerei mit der Polizei, die Tränengas schoss. Ein Demonstrant wurde schwer verletzt. Zum Auftakt des 7. Kongresses der russischen Volksdeputierten in Moskau hat Präsident Jelzin alle politischen Parteien aufgerufen, den innenpolitischen Machtkampf vorerst zu beenden. Er forderte eine 1,5-jährige Atempause für sich und seine Regierung, um das Land zu stabilisieren. Boris Jelzin weiß, dass schwere Tage auf ihn zukommen. Zwar ist er überzeugt, dass die Opposition keine Alternative zu ihm hat, zugleich aber weiß er, dass die überwiegende Mehrheit des Kongresses wenig oder gar nichts von seiner Reformpolitik hält. In seiner Rede vor den rund 1000 Delegierten ließ er heute Mittag zwar keinen Zweifel daran, dass es mit ihm keine Umkehr der Reformen geben wird, zugleich aber signalisierte er der mächtigen oppositionellen Bürgerunion unüberhörbar Kompromissbereitschaft. Auf seine umstrittenen Sondervollmachten, so Jelzin, wolle er verzichten, wenn es zu einer vernünftigen Arbeitsteilung zwischen Präsident und Parlament komme. Und mit bewegenden Worten warb Jelzin für eine breite Koalition im Interesse des Landes. Aber umgehend profilierte sich einmal mehr Parlamentspräsident Chasbulatow als Gegenspieler Jelzins. Er verurteilte die Reformen in Bausch und Bogen und stimmte den Kongress auf seine Politik ein, auf Konfrontation. Mit Sicherheit werden die kommenden Tage im Kreml sehr turbulent. Jelzins Versuch heute, die Opposition mit Ausnahme ihrer extremen Ränder in die Pflicht zu nehmen, war sicher sehr geschickt. Aber ohne konkrete Korrekturen in ihrem Sinne, und das heißt vor allem ohne eine Verlangsamung der Reformen, wird sich die mächtige Bürgerunion wohl kaum dem Werben des Präsidenten ergeben. Die UN-Menschenrechtskommission hat heute die Serben in Bosnien wegen ihrer Politik der Vertreibung und anderer schwerer Verletzungen der Menschenrechte scharf verurteilt. Zum ersten Mal taucht in der Resolution im Zusammenhang mit dem früheren Jugoslawien der Begriff Völkermord auf. 45 der 53 Länder in der Kommission stimmten in Genf der Entschließung zu, in der auch die Belgrader Führung und die Armee Restjugoslawiens für die sogenannte ethnische Säuberung verantwortlich gemacht werden. Alle aus der Heimat Vertriebenen müssen das Recht auf Rückkehr haben. Verurteilt wird außerdem das Morden, Foltern und Vergewaltigen in Bosnien-Herzegowina. In Feucht bei Nürnberg trafen heute Mittag die ersten 187 bosnischen Kriegsgefangenen ein. Sie waren monatelang in serbischen Lagern im Norden Bosniens festgehalten worden und erst auf Intervention des Internationalen Roten Kreuzes freigekommen. Die Männer berichten, Folterungen und Hinrichtungen seien an der Tagesordnung gewesen. Die meisten von ihnen wollen bei Angehörigen untergebracht werden. Insgesamt nimmt die Bundesrepublik 1000 Gefangene aus Bosnien auf. Die nächste Gruppe kommt am Donnerstag. Rund 6.000 Beschäftigte der Klöcknerhütte in Bremen haben heute für den Erhalt des Unternehmens demonstriert. Die IG Metall sieht insgesamt 10.000 Arbeitsplätze in dem Stahlwerk sowie in Zulieferbetrieben der Region in Gefahr, wenn das Werk an einen niederländischen Konzern verkauft wird. 1.500 Arbeiter haben Helmut Kohl heute in Leuna mit Pfiffen und Buhrufen empfangen. Sie protestierten gegen den Abbau von Arbeitsplätzen in der Chemieindustrie der Region um Halle. Kohl entgegnete, der Aufbau Ostdeutschlands habe für seine Regierung absolute Priorität. Trotz aller Anstrengungen werden jedoch Ende nächsten Jahres von ehemals 100.000 Arbeitsplätzen nur noch 21.000 übrig sein.
Kohl sagte anschließend auf einer Regionalkonferenz in Leuna, der Industriestandort um Halle müsse in jedem Fall erhalten bleiben. Alle Personen, die in der früheren DDR enteignet wurden und ihr Vermögen nicht zurückerhalten, sollen eine Entschädigung bekommen. Dabei ist jedoch für alle Vermögensarten eine Höchstgrenze von jeweils 300.000 Mark geplant. Das sieht der Entwurf für ein Entschädigungsgesetz vor, den das Bonner Finanzministerium heute veröffentlichte. Zur Finanzierung wird unter anderem eine Vermögensabgabe vorgeschlagen, die von denjenigen gezahlt werden soll, die ihr Eigentum zurückerhalten. Ebenso wie die Entschädigungsregelung soll die Abgabe erst 1996 fällig werden und teilweise mit Investitionen verrichtet werden können. Vor dem Stolpe-Untersuchungsausschuss des Brandenburger Landtages hat Altbundeskanzler Schmidt sein uneingeschränktes Vertrauen zu dem damaligen Kirchenpolitiker bekräftigt. Stolpe habe mit seiner Zustimmung gezielt Informationen an die DDR-Führung weitergegeben. Darüber hinaus sei er eine der wichtigsten Quellen für Informationen aus der DDR gewesen, auf die sich Schmidt immer verlassen konnte. Dies sei ein schwieriges Spiel gewesen. Stolpe habe sich anders geben müssen, als er in Wirklichkeit war. Eine Woche vor Beginn der Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts über den Paragraphen 218 haben prominente Frauen an zwei Karlsruher Richter appelliert, sich aus dem Verfahren zurückzuziehen. In einem offenen Brief werden die Richter Böckenförde und Winter dafür verantwortlich gemacht, dass zwei erklärte Abtreibungsgegner zu Gutachtern bestellt worden seien. Deshalb bestehe erheblicher Zweifel an der Unvoreingenommenheit der beiden Richter. Zu den Unterzeichnern gehören die stellvertretende FDP-Vorsitzende Schwetzer, mehrere Frauenministerinnen der Länder und die ÖTV-Vorsitzende Wolf Mattis sowie die Schauspielerin Senta Berger. Bei der Immunschwächekrankheit AIDS darf nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Seehofer keine Entwarnung gegeben werden. Zum heutigen Welt-AIDS-Tag erklärte er, Erkrankungen und Infizierungen seien weiter angestiegen. Gegenwärtig gäbe es in Deutschland 60.000 HIV-Betroffene. Weltweit sind 12 Millionen angesteckt. Hanna hat vor 7 Jahren einen AIDS-Test machen lassen. Ergebnis, sie ist HIV-positiv. AIDS ist längst keine typische Männer- oder Fixerkrankheit mehr. 15% aller Infizierten sind Frauen. Ihr Anteil steigt wesentlich schneller als erwartet. Zum Welt-AIDS-Tag werben Beratungsstellen mit Aufklärungsgesprächen und Infomaterial. Allerdings, die Resonanz darauf ist gering. Wachsende Problemgruppe, Jugendliche unter 20. Gerade sie fühlen sich nicht gefährdet. Der Griff zum Kondom wird seltener. Der Verkauf ist nach dem Boom in den 80er Jahren jetzt um 30% zurückgegangen. Zwar wuchs die Zahl der Infizierten nicht so rapide, wie die Ärzte befürchtet haben. Neben den klassischen Risikogruppen, Fixern und Homosexuellen, sind aber zunehmend auch heterosexuelle Paare betroffen. Noch ist die Infektion in jedem Fall tödlich. Weltweit wird fieberhaft nach lebensrettenden Medikamenten geforscht. Hilfe könnte jetzt aus Hannover kommen. Hier wurde ein neuer Impfstoff entwickelt, der verhindert, dass die Viren noch vorhandene gesunde Zellen angreifen können. Die Nebenwirkungen sind gering, nach einigen Monaten muss allerdings erneut geimpft werden. Ob der Impfstoff auch vorbeugend gegen AIDS schützen kann, ist noch unklar. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 2. Dezember. Auf dem Satellitenfilm erstreckt sich ein breites Wolkenband von der Nordsee nach Frankreich und verlagert sich zügig ostwärts nach Mitteleuropa. Auf seiner Rückseite erkennt man eine wolkenlose Zone über Jütland, den Benelux-Ländern und der Bretagne. Im Seegebiet vor Portugal deutet sich ein neues, kompaktes Wolkengebiet an. Eine Kaltfront über Polen und über dem Alpenraum zieht nach Osten ab. Ihr folgt rasch ein atlantisches Frontensystem nach, das Deutschland morgen überqueren wird. Die Vorhersage für morgen. Zunächst im Osten heiter bis wolkig und trocken. Nachmittags hier, wie bereits im Westen, zunehmende Bewölkung und nachfolgend länger andauernder Regen. Lediglich im Südosten noch freundlich. Tiefsttemperatur 2 bis 7 Grad. Tageshöchstwerte 7 bis 12 Grad. Zunehmend starker Wind aus südwestlichen Richtungen mit Sturmböen. Die weiteren Aussichten: am Donnerstag wechselnde Bewölkung und wiederholt Schauer, mild.